Hallo ihr Lieben, ich bin auch mal wieder unterwegs nach, glaube, 2 Monaten Abstinenz vom letzten Video oder 3, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber, wie ich ja schon oft sagte, ich habe zwar Videomaterial, aber da müsste ich noch eine Menge einsprechen. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich mache jetzt nochmal ein Video, wo ich, während ich hier unterwegs bin, mit euch spreche und ein bisschen erzähle. Und das dann zusammenschneide und hochlade. Bin jetzt auch nach Monaten wieder mal in der sächsischen Schweiz. Jetzt lohnt es sich noch. Noch ist die, noch ist Dresden bei uns auch im Ticket mit bei. Von daher muss ich das nutzen, weil irgendwie geht das Gerücht um, dass die Universität das irgendwie mal rausnehmen möchte. Schauen wir mal, ich hoffe natürlich nicht. Ja, und ich bin jetzt in Beutenfall, irgendwie sowas in der Richtung bin ich jetzt angekommen. Viel los, sehr viel los, es regnet ein bisschen oder zeitweise regnet es immer wieder. Aber das hält niemanden davon ab, rauszugehen. Was eine coole Sache ist, aber der Bus war brechend voll. Also der war wirklich voll. Überwiegend aus Tschechien, komischerweise. Also ich will mich jetzt nicht aus Fenster lehnen, aber 75% der Leute im Bus waren, glaube ich, aus Tschechien. Die sind irgendwie aus Dresden gekommen, waren ja schon im Zug mit drin, in Bad Schandau dann ausgestiegen. Und dann war diese Bushaltestelle 241, also Kirnitzstal oder sowas. Die Bushaltestelle war voll. Zum Glück kam da halt so ein Bus mit zwei so einen Gelenken. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, jetzt möchte ich die ganze Gegend hier mal erkunden. Möchte mich auf dem Weg von Beutenfall bis nach Domerka machen und von dort aus weiter nach Schöna oder Schmielka. Nee, Schmielka. Und dann zurück nach Dresden und wieder nach Hause. Ich habe dafür ein Zeitfenster von 6 Stunden. Ich hoffe, dass ich das schaffe, weil wir haben ja mittlerweile Mitte Oktober. Und zumindest die Temperaturen sind angenehm. Ich glaube, jetzt sind irgendwie 14, 15 Grad. Da kann man wenigstens mit kurzen Hosen wieder rumlaufen, ohne dass man sich fragt bei den hohen Temperaturen, was soll ich noch ausziehen? Das ist viel zu heiß. Jetzt ist es richtig schön angenehm. So mag ich's. Und gleichzeitig möchte ich noch ein paar Fotos machen. So, jetzt zeige ich euch fast 2,5 Minuten das Ohr abgekaut. Ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen. Dann kommt mal mit. Ich bin heute übrigens auch nur mit leichten Equipment unterwegs. Nur meine neu dazugekommene, aber doch schon ganz schön alte Ledertasche. Hut und ein bisschen Proviant hinterm Hut. Und 2 Kameras. Eine zum Filmen, eine zum Fotos machen. Und mehr auch nicht. Ich wollte heute mal nicht die 25 bis 27 Kilogramm mitnehmen. Und für uns geht es jetzt weiter in die Richtung. Ach ja, und ich habe nur noch, was heißt nur noch, ich habe nur ein kleines Stativ mit, so ähnlich wie André das immer dabei hat. Muss heute reichen. Schauen wir mal. So ihr Lieben, verzeiht schon mal jetzt das Wackeln. Ich wollte euch dieses Ausblicks nicht verwehren. Und ja, doch ganz schön was los, auch auf den entlegenen Fahnen. Aber bisher ist okay. Kann nicht klagen. Man hat immer mal wieder seine ruhigen Minuten. Jetzt kommt ein bisschen Wasser runter. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Scheint ja doch ein bisschen Wind aufzuziehen. Was ich ganz schön finde, ich hoffe, das rauscht nicht so sehr. Ich habe jetzt kein externes Mikrofon angeschlossen. Also ich habe es dabei, aber bin zu faul, es anzuschließen. Genießt ein bisschen den schönen Blick hier durch die verschlungenen kleinen Pfade. Ist immer wieder herrlich, oder? Vor allem jetzt im Herbst ist natürlich, wie ich finde, noch mal doppelt so schön. Rechts da ein Bild, wo es gerade ein bisschen zu hell ist. Da geht der Weg übrigens weiter.
Ich wollte mal wieder einen Moment rasten. Werd mal ein bisschen was trinken. Vielleicht noch einen Happen essen. Und ein bisschen die Ruhe genießen, die gerade wieder da ist. Von dort rechts im Bild so das dritte, beziehungsweise jetzt Mitte, von dort bin ich gekommen. Irgendwo von da unten kommen übrigens auch Geräusche. Irgendwie scheinen auch welche lang zu wandern, aber einen Weg habe ich bisher noch nicht ausmachen können. Naja. Aber es ist einfach schön. So viele schöne gerade Linien. Es tut wirklich mal gut, wieder hier zu sein. Oh, und ganz vergessen, ich glaube, die Lieblingspilze von André, die ganzjährig wachsen, sind auch hier zu finden. Ich weiß nicht, ob man die schönen weißen Kappen erkennt. Oh Mann, die wird man irgendwie nicht los. Huch, bisschen gewackelt. Jetzt aber weiter. Wieder eine schöne Ecke hier. Man weiß immer gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Naja, bis auf die ganzen toten Bäume hier. Sehr, sehr viele tote Bäume, bis auf die Laubbäume. Die wurden nicht befallen. Ab und zu kommt noch ein bisschen Wasser von den Bäumen runter, aber ansonsten ist das Wetter sehr, sehr erträglich. Ja, ich versuche ja mal so ein paar Pfade zu finden. Irgendwo hier in so einer Ecke soll auch so ein Pfad sein zum Abkürzen. Aber die müssen teilweise so versteckt sein, dass man sie kaum mehr finden kann. Anyway, ein Blick rüber ins Tal. Weiter geht's in dieser Ecke hier. Ist jetzt wahrscheinlich sehr dunkel geworden. Naja. Schauen wir mal, wo wir. Blub, schauen wir mal, wo wir rauskommen. So. So. Wahrscheinlich wackelt das wie Sau. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr wackelt. Aber ich bin jetzt hier gerade irgendwie in der Nähe vom Satanskopf. Oder hier gibt es auch eine Höhle am Satanskopf. Also nehme ich mal an, dass ich hier bin. Und jetzt ist gerade wieder so eine Spitzenzeit, wo wirklich Schlag auf Schlag immer mehr Leute kommen. Und ich dachte mir so, okay, gut, wenn du dir ein paar Wege suchst, die schon zumindest auf der Karte irgendwie sind, also auf OpenStreetMap, nicht auf den normalen Karten, dann würde das schon irgendwie keiner finden, aber Pustekuchen. Sobald irgendwie ansatzweise etwas nach dem Weg aussieht, kraucht da auch jeder rum, auch wenn man keine Karte hat. Ich habe wenigstens eine. Also von daher, wer Erholung sucht im Sinne von der Zivilisation auch mal so ein bisschen mehr abgeschieden zu sein, ist hier zumindest in der Umgebung Beutefall, von Beutefall Richtung Schmilka über Domika nicht so ganz gut beraten. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen. Wo ich nach Hinterhermsdorf war, unterwegs war, da war es zum Beispiel wesentlich ruhiger. Kann aber auch Zufall gewesen sein. Ansonsten lade ich euch alle nach Brandenburg ein. In Brandenburg könnt ihr euch sicher sein, ihr geht los und ihr werdet niemanden finden auf eurer Tour. Außer ihr seid in so Naturschutzgebieten oder generell in so Gebieten rund um Berlin und Potsdam unterwegs, dann nicht, dann wird es natürlich auch voll. Aber sobald ihr so diesen ABC-Gürtel verlasst, ist vorbei. Dann habt ihr Ruhe, Ruhe, Ruhe und noch mehr Ruhe. Aber gut, ich habe noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft bis zum Domecker. Ich muss 17.30 Uhr, glaube ich, wieder am Bahnhof sein in Schmilka. Weil, wenn ich den zukriege, bin ich noch halbwegs heute noch zu Hause. Wenn ich erst einen später nehme, dann bin ich erst am nächsten Tag zu Hause. Das muss ja nicht sein. Gut, schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch noch ein paar schöne Ecken. Wollt ihr mal sehen, wie das hier so aussieht? Ja? Ja, ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ist jetzt nichts Besonderes, aber... Ja, wie gesagt, nichts Besonderes. So sieht gerade die Ecke aus, wo ich bin. Bisschen versteckt unter Laubbäume. Wie das... wie der Berg da hinten heißt. Uff, keine Ahnung. Müsste ich mal gleich gucken. Ich werde es dann mal irgendwie einblenden. Vielleicht finde ich das noch raus. Aber ansonsten... Hinter mir geht's gleich weiter durch so eine kleine Höhle, Durchgang, wie auch immer. Ja, und da unten übrigens
Da ist es richtig voll. Also man hört jetzt gerade wieder nichts. Jetzt ist diese Welle wohl vorbei. So ein bisschen hört man es noch. Aber hier geht so ein steiler Pfad hoch. Da kommen sie alle nach oben. So, mal wieder ein schöner Ausblick für euch. Schöne weite Landschaft, Sächsische Schweiz. So, das hat natürlich Brandenburg immer nicht. Aber da muss man dann wahrscheinlich immer abwägen. Möchte ich so eine schöne Landschaft? Kann man ja nicht abstreiten, dass sie wunderschön ist. Oder möchte ich Abgeschiedenheit zum Erholen, zum Abschalten? Und laut Karte habe ich jetzt zumindest schon mal die Hälfte Luftlinie geschafft zum Domeka. Mal schauen, ob ich es auch noch wirklich schaffe. Ach ja, und mein Stativ. Das hat sich verabschiedet. Ich kann ja mal gucken, ob ich es mal einblenden kann. Weil da sind die zwei Enden, die haben sich verabschiedet. So sieht die Bofe südlich vom Henschelturm im Herbst aus. Also, das ist der Zugang. Das ist ein bisschen der Ausblick, den man hier hat. Das ist ein bisschen Lautstärke im Hintergrund. Und so sieht es hier aus. Also Möglichkeiten zum Liegen und Aufbauen gibt es hier mehr als genug. Zum Beispiel da in der Mitte jetzt. Und ein Dach hat man auch über dem Kopf. Schön hier.